Wir sind beim nächsten Punkt 8.17, Mietpreise kappen, Einreicherfraktion Die Linke. Wer bringt es uns ein? Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das war doch eine sehr erfreuliche Entscheidung. Wer hätte das gedacht? So kurz vor Pfingsten. Meine Damen und Herren, damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Fraktion Die Linke hat Ihnen einen Antrag vorgelegt unter dem Titel Mietpreise kappen, neue Kappungsgrenzenverordnung für die Landeshauptstadt Dresden in Kraft setzen. Was steckt dahinter? Wir hatten vorhin schon über die Situation auf dem Dresdner Wohnungsmarkt beraten. Sie ist problematisch. Es gibt einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Die Mieten steigen und dagegen gibt es unterschiedlichste Instrumente. Zum einen gibt es die Möglichkeit der Einführung einer Mietpreisbremse. Damit haben wir uns vor kurzem hier im Stadtrat beschäftigt. Herr Oberbürgermeister, ich würde jetzt mal warten, bis hier ein bisschen Ruhe ist. Das ist keine vernünftige Situation, in der man hier sprechen kann. So, dann würde ich jetzt fortsetzen. Wir haben uns vor kurzem hier im Stadtrat mit der Einführung einer Mietpreisbremse befasst. Die Mietpreisbremse betrifft Neuverträge. Wenn man also in eine neue Wohnung einzieht, einen neuen Mietvertrag unterschreibt, da schlagen die Immobilienbesitzer ja ordentlich zu, nutzen ihre Machtposition aus. Aber auch jene, die bereits Mieter oder Mieterin einer Wohnung sind, haben unter der Entwicklung des Dresdner Wohnungsmarktes zu leiden, weil eben viele Vermieter kontinuierlich die Mieten erhöhen. Ein besonders negatives Beispiel ist hierfür das Geschäftsgebaren der Vonovia. Und hiergegen gibt es ein Instrument, nämlich die sogenannte Kappungsgrenzenverordnung. Die gilt bereits für Dresden, die ist im Jahre 2015 eingeführt worden. Das Problem ist aber, diese Kappungsgrenzenverordnung wird im kommenden Jahr auslaufen. Und wir wollen erreichen, dass diese Kappungsgrenzenverordnung zur Deckelung der Bestandsmieten fortgesetzt wird, weil wir denken, das ist ein wichtiges Instrument, um die Entwicklung der steigenden Mieten zu begrenzen, um ihr entgegenzuwirken. Und deshalb schlagen wir Ihnen vor, meine Damen und Herren, dass der Stadtrat sich dazu bekennt, dass eine erneute Kappungsgrenzenverordnung erlassen wird und dass wir den Oberbürgermeister dazu beauftragen, sich entsprechend bei der sächsischen Staatsregierung dafür einzusetzen, genau dies zu tun. Und wenn wir das jetzt beschließen würden, hätten wir heute bereits eine zweite gute Tat getan, um den Wohnungsmarkt in Dresden positiv zu gestalten. Und deshalb bitte ich Sie herzlich, stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. So, wir treten ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt FDP, das Wort gewünscht. Nein. AfD, das Wort gewünscht. Nein. Bürgerfraktion, das Wort gewünscht. Wäre möglich. CDU-Fraktion, Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich will zur Straffung der Sitzung beitragen. Ich will hier nur am Anfang mit einer Mär von Herrn Scholbach aufräumen, dass sich die CDU jeglichen Regulierungen, die sinnvoll sind, verschließen würde. Er behauptet ja immer, dass wir die Mietpreisbremse abgelehnt hätten. Ja, Herr Scholbach, wir haben die Mietpreisbremse in der von Ihnen formulierten Form abgelehnt, die vollkommen provokant und auch unangemessen gegenüber der Staatsregierung war. In unserem eigenen Ersetzungsantrag hatten wir die Mietpreisbremse ja drin.
und haben den Oberbürgermeister gebeten, zu überprüfen, ob das Instrument eingeführt werden soll. Und wir werden auch der Kappungsgrenzen, dem Kappungsgrenzenantrag zustimmen. Das haben wir auch in unserem 11-Punkte-Programm für bezahlbares Wohnen enthalten. Die Fortführung der Kappungsgrenze, das kann ein sinnvolles Instrument sein in Zeiten, in denen sozusagen Renditen von 2-3% vernünftig sind, kann es durchaus sinnvoll sein, Mieterhöhungen innerhalb von 3 Jahren auf 15% zu begrenzen. Das ist ein vollkommen ausreichendes Maß und wahrscheinlich in vielen Fällen auch schon zu viel. Deshalb werden wir dem Antrag zustimmen. Wir sind dafür, diese Kappungsgrenzenverordnung für Dresden auch weiter aufrechtzuerhalten und werden dem Antrag zustimmen. Nächstes Bündnis 90, die Grünen, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, upp, das habe ich hier randaliert. Ach, ich kann halt mit Verstärker nicht umgehen. So. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, bei so viel Einigkeit kann ich es ja auch schnell machen. Klar, für uns gilt, was die Kappungsgrenzenverordnung angeht, jede Mücke sticht. Es ist ein Instrument, wie wirkungsvoll es auch immer sein mag. Wir sind der Meinung, dass die dort festgelegten Grenzen, auch diese 15%, am Ende zu hoch sind. Perspektivisch hoffe ich sehr, dass sich die Position, die gegenwärtig im Land Berlin sich, also die Haltung, die dort eingenommen wird, nämlich ein Moratorium, ein begrenztes Erhöhungsverbot, sich auch auf der Länderebene durchsetzen wird und dann als Instrument tatsächlich wirksam eingreifen kann. Aber trotzdem ist es selbstverständlich richtig, die automatisch auslaufende Kappungsgrenzenverordnung über den 30.06.2020 hinaus zu verlängern. Deshalb unterstützen wir selbstverständlich die Initiative, die hier von der Linken gekommen sind und hoffen auch sehr, dass die Staatsregierung da genauso einsichtig ist und diese Verlängerung beschließen wird. Es ist zumindest ein Instrument, das wir nutzen sollten. Ja, und wenn es eine gute und große Mehrheit in unserem Stadtrat gibt in dieser Frage, umso besser. Vielen Dank. Als nächstes SPD-Fraktion. Herr, reicht Ihnen. Dann sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag, weil es hier keinen federführenden Ausschussbericht gibt. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Und 40 Ja-Stimmen. 9 Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen.